Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesagt. Es fühlt sich irgendwie gut an, aber es ist auch absolut komisch. Für die Leute, die sich jetzt das nicht geben wollen, warum ich weg war, was mit meinem Kanal passiert. Ich blende euch hier mal die Zeit ein, wo das eigentliche Video startet. Denn am Anschluss kommt noch ein richtig heftiges Pack-Opening. Ich habe das gerade schon aufgenommen. Ich habe meine allerersten Walkouts gezogen. Ich habe Team of the Week Sets dabei. Ich habe ein Set, wo man Pogba ziehen kann. Suarez, Ibrahimovic, also richtig heftige Sets. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Aber während ihr jetzt sich anhören will, was mit meinem Kanal passiert, was passiert ist und was auch immer, ob ich weitermache, ob ich switche oder was auch immer, der kann jetzt ruhig dranbleiben, für die anderen können ruhig hier auf die Zeit switchen. Okay, und für die Leute, die sich dafür interessieren, warum keine Videos kamen, ob ich noch Videos mache, können jetzt gerne dranbleiben. Auf jeden Fall erkläre ich euch das mal kurz. Es war ja die Zeit, dass ich mein Examen hatte, wo ich halt schon 2 Monate kein Video gemacht habe, weil ich mich halt echt auf die ganzen Prüfungen konzentrieren musste. Dann kam die Überbrückungszeit zu Infinite Warfare. Da habe ich ja schon ein paar Videos hier gemacht und dann kam IW und IW ist für mich ein Call of Duty, was man nicht spielen kann. Ihr merkt es auch an allen anderen YouTubern, keiner spielt es, keiner lädt es hoch, es wird wieder Black Ops 3 gespielt. Und da war ich an dem Punkt, wo ich sage so, soll ich jetzt auf Krampf ein Call of Duty spielen oder alte Call of Duty spielen, nur um Videos zu machen? Und einfach, ich hätte da nicht hintergestanden so, hinter den Videos hätte ich überhaupt nicht gestanden, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon kein Call of Duty mehr gespielt und dann wieder alte Call of Duty spielen, hatte ich noch weniger Lust drauf. Und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da gemacht hättet. Hättet ihr auf Krampf einfach weitergemacht oder hättet ihr aufgehört oder eine andere Szene gemacht? Und ich habe mich halt dazu dann entschieden, so erstmal Pause zu machen, erstmal runterzukommen, so ein bisschen zu chillen so und zu gucken, was ich jetzt mache. Und jetzt bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich halt jetzt mit FIFA anfange, mit einem Kollegen zusammen, mit Fabi, der war auch vor 2 Wochen, glaube ich, war er bei mir, waren wir auch feiern, die mich unter Snapchat verfolgen, die haben es auch mitbekommen. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, wirst du noch Call of Duty bringen? Ja, zu der Zelos 3.0 Zeit, für die Leute, die es nicht wissen, ich mache bei Zelos mit. Ich werde dazu auch noch ein eigenes Video machen. Zu der Zeit werden auf jeden Fall noch Call of Duty Videos kommen, sei es Trainingsvideos mit unserem Team. Ich glaube, das wird schon legendär, die Videos. Ohne Scheiß, wir haben ein richtig witziges Team zusammengestellt bekommen. Wie gesagt, gönnt euch jetzt das Pack Opening, es wird richtig nice. Wenn ihr davon mehr haben wollt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben oder gerne auch ein Like da lassen. Und ich bin jetzt wieder am Start, Leute. Ich bin jetzt back hier auf YouTube. Ich werde richtig aktiv werden. Es werden Streams kommen von der Weekend League von FIFA. Es werden richtig viele Videos kommen. Eigentlich alle 2 Tage ist geplant. Ich werde wieder richtig aktiv. Ich hoffe, ihr freut euch. Schreibt gerne in die Kommentare. Hashtag Blacktime is back. Würde ich mich freuen, wenn das richtig viele von euch machen würden. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Pack Opening und go. So Leute, da sind wir schon bei den Sets angelangt. Ihr seht schon, ich habe 16 Sets jetzt. Da sind zum Beispiel seltene Gold-Sets dabei, Mega-Sets sind dabei, seltene Spieler-Sets, ein 100k-Set, seltene Mega-Set und auch noch 2 Team of the Week-Sets. Das eine ist von dem ganzen Dezember, da kann man Ibra ziehen, Pogba ziehen, Suarez ziehen, also richtig kranke Spieler. Und bei dem Set versuchen wir auf jeden Fall Nainggolan zu ziehen, würde ich sagen. Auf jeden Fall würde ich sagen, starten wir direkt mit dem ersten Pack. Ich hoffe, wir ziehen irgendwelche krassen Spieler, das wäre richtig nice. Okay, Leute, erstes Pack. Schon mal kein Walkout. Wer ist es? Oh, die war ziemlich klein, die scheiß Sternpuppe. Wer ist das denn? Silver, 82er. Okay, es fängt schon mal nicht so scheiße an, auf jeden Fall. Ich habe mir eigentlich was Besseres erhofft, aber Eto'o ist noch dabei. Absolute Legende, Alter. So, zweites Set. Walkout! Ist das ein Walkout? Hä, hat das geleckt oder was ein Walkout? Nein, das... Es ist ein Walkout, mein allererster Walkout, Digga! Komm schon, sei krass, Digga! Oh mein Gott, Sanchez! Nein! Das zweite Set! Mein allererster Walkout, den ich ziehe, Mann! Oh mein Gott, Digga! 87er Alexis Sanchez, Mann! Wir haben noch Wendell, Digga! Wie viel ist der wert, Alter? Oh mein Gott, Alter, ich komme gerade nicht klar, ne? Das ist mein allererster Walkout in FIFA. Ich habe echt noch nicht viel aufgeladen. Ich habe einmal für 40 Euro gezogen. 100k ist der über 100k wert. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, wie geil ist das, Mann? Ich komme nicht drauf klar. Okay, Leute, das war schon mal richtig krass. Drittes Set jetzt. Kein Walkout, aber das ist auch nicht schlimm. Nach Alexis Sanchez bin ich mit allem zufrieden bisher, ohne Witz, Mann. Wer ist das? Bufal oder so? Ist es nicht 5-Sterne-Skiller? Kann das sein? Mal guck mal nach. Das könnte sein, oder? Ja, Mann, 5-Sterne-Skiller, auch richtig nice. Okay, Leute, jetzt kommen wir zu den 2 Megasets, die ich habe. Da sind 18 seltene drin, kein Walkout, schade. Oh, aber eine gute Sternschnuppe. Wer ist es? Zentrales Mittelfeld. Oh, Chaka, ne? Ja, Mann. 84er Chaka. Oh,
Naja, nach dem Alexis Sanchez, ne, wie soll man sich darüber freuen, Boys? So, Leute, jetzt kommen wir zu den seltenen Spielersets. Da sind 12 Spieler, alle Gold, alle selten. Mal gucken, wir haben 3 Stück. Vielleicht kriegen wir einen Walkout. Komm schon, sei ein Walkout. Ah, belastend, Alter. Okay, wer wird's sein? Wieder der. Ne, ein anderer. Ibora. Okay, absolutes schlechtes Pack, Alter. Was ist hier los, Mann? Zuma ist noch drin, ja, okay. Balotelli ist auch noch drin. Ja, geht besser auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall besser. Ben Yedder ist der absolute Abfuckstürmer, Alter. Ohne Witz, der ist so OP, Alter. Okay, alle auf die Transferliste. Next Pack. Kein Walkout schon wieder. Meine Fresse. Oh, die ist gar nicht mal so klein, glaube ich. Oh, wer ist es? Oh, Thiago. Thiago ist ein richtig geiler Spieler. Auch 5-Sterne-Skiller. Geht auf jeden Fall fit. Kann man sich auf jeden Fall nicht drüber beschweren, Alter. Heftiger Spieler. Ist hier noch jemand drin? Giroud. Pisscheck auch in Ordnung. Okay, Leute. Erstes Pack. Kein Walkout. Digga, was ist das, Amina? Okay, was ist das? Pisscheck wahrscheinlich. Ja, Mann, Pisscheck. Ja, den hatten wir gerade schon in dem Pack. Nicht so geil. Auch kein Walkout. Ey, nach Alexis Sanchez haben wir eigentlich nur Scheiße gezogen. Stürmer. Oh, Jonas, Alter. Wer will dich haben, Amina? Okay, Leute, jetzt geht es so langsam zu den letzten, besten Packs. Jetzt machen wir noch das eine seltene Megaset auf. Auch kein Walkout. Aber jetzt kommen nur noch 3 richtig kranke Packs. Okay, jetzt noch Karius, den habe ich auch in meinem Team auf jeden Fall. In dem Barclays Premier League Team. Jetzt kommen wirklich nur noch heftige Packs, Leute. Jetzt kommen nur noch heftige Packs. Okay, Leute, jetzt sind wir bei den letzten 3 Packs. 2 Team of the Week Sets. Bei dem einen kann Pogba kommen, Ibra kommen, Suarez kommen und noch viele andere krasse Spieler und ein 100k-Set. Wir fangen auf jeden Fall mit dem 100k-Set an. Bitte ein Walkout. Komm schon, wir machen jetzt wieder ein Nose-Pack. Komm schon, Walkout. Walkout! Ja, Mann, komm schon, Alter. Sei ein krasser Walkout, bitte. Sei groß. Oh mein Gott, Digga. Die war absolut groß. Wer ist es? Frankreich! Stürmer! Ja, Digga, Griezmann! Oh mein Gott, Griezmann gezogen. Ja, Mann. Alter, fuck, Digga. Griezmann. Griezmann, Antoine Griezmann, Digga. Ich fass nicht, Alter. 2 Walkouts und dann noch 2 richtig kranke Walkouts. Man kann auch Tschech ziehen und keine Ahnung was. Wir ziehen einfach Griezmann. Ich glaub's einfach nicht, Digga. Ich glaub's nicht. Griezmann, was ist das? Der 2. Walkout, Mann. Ja, Mann, Digga. Was ist hier los, Alter? Jungs, mein 100k-Set. Guck mal, wen ich drin hab, Digga. Griezmann, Jungs. Einfach Griezmann, armener Fickvogel, Alter. Was ist hier los, Mann? Wir gucken mal, wie viel Griezmann wert ist. Ja, moin, Digga. Meine ganze Transferliste ist voll von den anderen Packs. Ich kann nicht nachgucken. Egal, gucke ich dann später mal nach. Ich denke aber so 230k ist der safe noch wert. Safe. Puh. Okay, Leute, die letzten beiden Packs nach Alexis Sanchez und Griezmann kann ich eigentlich nicht mehr enttäuscht werden. Klar, ich werde jetzt unbedingt Nainggolan ziehen aus dem Pack, aber ich bin einfach jetzt schon absolut zufrieden mit dem, was ich gezogen habe. Einfach Sanchez und Griezmann einfach. Okay, Nosepack hat gerade Glück gebracht. Sollen wir nochmal ein Nosepack machen? Komm schon, sei Nainggolan, bitte sei Nainggolan, bitte. FIFA-Gott, sei Nainggolan, FIFA-Gott. Es ist kein Walkout, es ist nicht Kane. Bitte sei Nainggolan, komm schon. Sieh mal! Ja! Second in vom Nainggolan. Wisst ihr, wie krank der ist? Guckt euch die Werte an. Alles über 80, manches sogar 90. Falls ihr mal mein Team sehen wollt und alles Mögliche, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr Pack-Openings sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hab absolut Pack-Luck, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich zieh einfach ihn. Ich zieh einfach ihn, Mann. Das gibt es nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt das Set auf, wenn ich jetzt Pogba ziehe. Wenn ich jetzt Pogba ziehe, ne? Oh mein Gott, Alter. Ich würde nicht drauf klarkommen. Okay, wir machen es auf. Wir werden wieder ein Nosepack machen. Es hat bei Griezmann geholfen, es hat bei Nainggolan geholfen. Wenn es jetzt nochmal hilft, dann fress ich im Wesen, Digga. Ich schwör's euch. Okay, wir machen es auf in 3, 2, 1. Kein Walkout. Oh mein Gott. Kein Walkout. Benteke, ne? Oder? Wer ist das denn? Was ist das für ein Trollpack? Was ist das für ein Trollpack? Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, wir ziehen jetzt hier so einen Suarez oder einen Pogba oder Ibra oder wer auch immer dabei war. Mertens war auch noch dabei. Ey, wir ziehen einen 81er. Boah.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal unbedingt ein Like dafür, die drei Packs. Einmal Sanchez, Griezmann, Nainggolan. Oh mein Gott, Leute, ich bin absolut ausgesaugt von den Münzen. Ich habe jetzt wahrscheinlich so 1,5 Millionen Coins oder so. Falls ihr mal mein Team sehen wollt, wenn ihr gegen mich spielen wollt oder was auch immer, wenn ihr Ideen habt für mich, was ich für Videos machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr Pack-Openings sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Bei mir gibt es absoluten Pack-Luck, Alter. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich bin jetzt wieder, Comeback ist am Start, Leute. Ich bin jetzt wieder für euch richtig aktiv am Start. Richtig nice. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Instagram, bei Snapchat vorbei. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Das nächste Video kommt so in den nächsten paar Tagen direkt online. Haut rein, bis zum nächsten Video und...